Weitersagen, nicht vergessen. Das ist das Thema heute, so wie ich es verstanden habe. Es gibt ja eine Menge Sachen, die wir weitersagen. Machen wir regelmäßig. Zum Beispiel diese Dinge, von denen gesagt wird, aber sag's keinem weiter. Die nehmen ganz oft ein Lauffeuer. Oder wenn es darum geht, irgendwie wer mit wem zusammengekommen ist. Also alles, was spannend ist. Alles, was spannend ist, wird sofort weitergesagt. Alles, was uns interessiert, was uns kitzelt. Das sagen wir sofort weiter. Wir wissen aber, dass wir das heute in einem göttlichen Kontext nehmen, dieses Thema. Weitersagen, nicht vergessen. Und da merke ich, kommt ganz häufig die Bremse bei uns. Ja, da erinnern wir uns an Worte wie Mission, Bremse. Denken wir an Haus zu Haus gehen oder an so Stories, wo wir dann gefragt werden, ja, und was machst du da? Ja, ich bin da halt so in der... Ich mache da eine Musik. Ich mache da eine Musik, genau. Zufall oder... Also, da sind wir manchmal gehemmt. Woher kommt das? Es gibt Texte. Ich lese mal den ersten Text vor. Das ist, Jesus Christus ist gerade auferstanden und redet mit seinen Jüngern. Und da sagt er, der steht in Matthäus 28, Vers 20, da steht zum Schluss, und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ja, weitersagen. Missionsbefehl. Leute, ich lebe, erzähl's weiter. Ich sehe Leute viel mehr über Thermomix und BMW oder irgendwelche Sportarten etwas weiter sagen, als die Message, wusstest du, dass Jesus lebt? Und ich habe das Gefühl, da gibt es einen Grund dafür. Und diesen Grund wollen wir heute auf den Grund gehen. Woran liegt das? Und zuerst würde mich interessieren, woran liegt das, zum Beispiel, dass wenn ein Mädchen einen Freund hat, es plötzlich ihre ganze Clique weiß? Okay, man sieht es denen in den Augen an, ja, die verändern ihre komplette Optik dann plötzlich, die haben dann so einen Strahlen oder so. Aber die erzählen das dann auch allen. Die erzählen es dann auch allen. Ich habe einen Freund, der heißt Pascal. Der ist so toll. Und irgendwann schon so nach ein paar Monaten, die hören ja nicht auf. Ja, das geht ja weiter. Da sind schon alle genervt. Dann sehen die und wollen die schon die Kurve machen und dann trifft man sich trotzdem so. Ah, hi, wie geht's dir so? Ja, super, Pascal hat mir jetzt... Und kriegst du wieder so das Würgen. So, dann geht's schon wieder los von vorne. Warum machen die das, die kleinen Mädels? Und die Großen, die machen das, weil ihr Herz damit voll ist, weil es schön ist, weil sie verliebt sind, weil das einen Teil ihres Lebens ausmacht. Die sind begeistert von Pascal oder diesen ganzen Jungs. Und das wird weitererzählt. Und das wird nicht vergessen. Es gibt diesen Witz über iPhone-Leute, woran merkt man, dass jemand ein iPhone hat? Er sagt es dir. Ja, die vergessen es auch nicht. Die sind solche Schwärmer. Ja, ich habe jetzt ein iPhone, das Neueste und Tablet, keine Ahnung, was da für ein Zeug gibt. Ich halte mich eher an die anderen Marken. Aber das läuft. Davon sind die überzeugt. Das leben die, das glauben die, das fühlen die, das fühlt sich gut an. Und es wird weitererzählt. Genauso wie Thermomix oder ein schönes, gutes Auto. Das wird einfach weitererzählt. Das ist unser Wesen. Dinge, die uns inspirieren, Dinge, die uns Spaß machen, die unser Leben mit Sinn füllen, die erzählen wir weiter. Und da muss man uns nicht erinnern, vergiss es nicht. Das machen wir einfach so. Wie war es mit den Jüngern? Jesus gibt ihnen den Auftrag und er sagt ein paar Dinge dazu. Ich möchte ein Stück weit exegetisch auch daran gehen, damit wir ein bisschen Theologie hier drin haben. Wir lesen ab Vers... Ja, wir können ruhig ab Vers 16 lesen. Matthäus Kapitel 28, ab Vers 16. Ich lese mal vor. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Ja, das kann ja jeder behaupten, dass es der Jesus ist. Danach, ne? Weil der hing ja vorher am Kreuz noch und war 3 Tage tot. Von daher kann ich verstehen, dass da manche gesagt haben, nee, das ist der nicht oder so. Ne? Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende. Jesus geht hier einen Riesenschritt auf diese Zweifel zu. Er sagt ihnen, Leute, ich habe jetzt alle Macht.
weil ich eine Macht habe. Geht und sagt es der Welt. Tauft sie auf den Namen des Sohnes, des Vaters und des Heiligen Geistes. Lernt sie, was ich euch gelehrt habe. Und merkt euch, ich bleibe bei euch. Ganz wichtige Aspekte. Wenn er nicht sagen würde oder wenn es nicht so wäre, dass er bei uns bleibt, dann wäre es eine Religion, wie bei vielen anderen Religionen, wo wir eine Ideologie haben und die verfolgen und sagen, das ist gut. Das ist nicht das, was er hier sagt. Er sagt, Leute, ich lebe. Und auch wenn ich weg bin, ich lebe und bin mitten unter euch. Ich lebe immer noch. Ich wirke immer noch. Erzählt es den Leuten. Und die ganzen Konsequenzen, die damit zusammenhängen. Wir kennen die ganze Lehre mit Sünde, die er auf sich genommen hat. Er ist dafür gestorben, er ist wieder auferstanden. Erzählt es. Ich möchte ein paar Sachen erzählen aus meiner Gemeinde und meinem eigenen Leben. Wir haben in der Lektion irgendwann mittendrin, hat einer gesagt, ja, ihr alle habt doch Geschichten, warum ihr an Jesus glaubt. Erzählt mal. Wohl bemerkt, das ist jetzt nicht Afrika oder sowas. Ja, da hört man dann immer diese ganzen Voodoo-Stories, ja, die Frauen, die schweben und so etwas. Aber das war jetzt hier in Deutschland, was passiert ist. Ganz normale, simple Geschichten, die aber trotzdem ein Stück weit supernatural wirken. Da war eine ältere Frau und die sagte, ja, ich kam eines Nachts, also das ist schon länger her, da war sie, viele Jahre her war das, und da war sie ein bisschen jünger und sie kam von der Arbeit und sie ging nachts, das war eben schon spät, ging sie durch den Park nach Hause. Auf dem Weg nach Hause raschelte es im Busch und dann kam ein schwarz gekleideter Mann raus und wollte ihr was antun. Vermutlich wissen wir die Richtung, was er ihr antun wollte, und in dem Moment, als sie in den Schock ihres Lebens hatte, hat sie nur geschrien, im Namen Jesu Christi, lass mich in Frieden. Und der Mann hat sie losgelassen, dreht er sich um und ging weg. Das erinnert mich an den Satz, und siehe, ich bin bei euch, bis an der Weltende. Ich will euch eine andere Geschichte erzählen aus meinem Studienplatz. Eine ältere Dame, Brustkrebs bekommen, pflaumengroß mittlerweile, der ist nicht bemerkt worden. Und sie war fertig mit den Nerven. Sie hat es ihrer Freundin erzählt und ihre Freundin sagte, mach dir keine Sorgen, ich bin Katholikin, ich bete jeden Morgen, bevor ich in die Arbeit gehe, ich werde das vor Gott bringen. Und sie betete jeden Morgen und sie selbst, die Betroffene, betete jeden Morgen und jeden Abend. Nächste Woche wurde sie wieder kontrolliert und der Arzt hat nichts mehr gefunden. Aber er war sich sicher, dass da ein pflaumengroßer Krebs war, das wäre ja ein krasser Zufall, wenn er sich da vertan hätte. Er konnte sich das nicht erklären, unsere Gemeinde schon. Er ist bei uns bis an der Weltende. Wir selbst haben für eine Frau gebetet, die Brustkrebs hatte. Und er ist beim nächsten Test auch verschwunden. Der Herr ist bei uns bis an der Weltende. Ich möchte euch eine Geschichte von einem Studienkollegen erzählen, der Jefferson hieß. Seine Geschichte, wie er Gott kennengelernt hat, ist faszinierend. Er hatte mir erklärt, in Brasilien ist das mit dem Mobbing nochmal ein bisschen anders als hier. Da mobben die Reichen die Armen noch ein bisschen härter. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Zumindest empfindet er das so. Und er hat mir gesagt, gut, hier, ich bekomme Zuspruch. Also scheint es zu stimmen. Ja. Und er gehörte nicht zu den Reichen. Das heißt, er gehörte mehr zu den Opfern. Und er betete eines Tages im Bus und sagte, Gott, wenn du mich hörst, dann hilf mir doch in meinem Leben. Hilf mir doch, wenn es dich gibt. Und dann sagt er in einem zweiten Satz, aber selbst wenn es dich gibt, warum sollst du dich damit beschäftigen oder überhaupt damit irgendwie abspeisen lassen? Und dann gab es eines Tages irgendwann eine riesen Evangelisation. Baptisten haben da irgendeine Veranstaltung gemacht und Jeff und seine ganzen Kumpels sagten sich, ey, lass mal ein paar Ladies abchecken. Ja, da gehen wir hin. Da bei den Christen, da sind immer so die Bombenfrauen. Ja, so nach dem Motto. Und so haben die es auch gemacht. Haben sich fertig gemacht und gingen da hin. Wollten so ihre Party feiern. Und dann war da so ein Gebetskreis und er stellte sich dazu und hat so ein bisschen geblufft, als würde er mitbeten. Und dann kam da so eine baptistische Mama auf ihn zu und hat ihn auf einmal umarmt und sagte, erinnerst du dich noch daran, wie du im Bus gesessen hast und gesagt hast, Vater, wenn es dich gibt, dann hilf mir doch in meinem Leben. Und der Junge sagte mir, in dem Moment ist ihm das
kalt den Rücken runtergegangen. Der hat eine Gänsehaut gekriegt überall. Und dann hat sie weitererzählt und er sagte, und dann sagtest du, und selbst wenn es dich gibt, du würdest dich damit bestimmt nicht abfassen. Wahrlich, ich sage dir, ich habe neben dir gesessen und du hast es nicht gemerkt. Und in dem Moment brechen alle seine Mauern. Der Junge, der die Frauen abchecken möchte, ist auf einmal der Junge, der vor allen Frauen heult wie ein kleines Schlosshund und kriegt sich nicht mehr ein und sagt, ich habe mich so blamiert, aber es war mir egal. Ich bin Gott begegnet. Oder Gott ist mir begegnet, er hat sich mir offenbart. Glaube ich das, was da drin geschrieben steht? Glaube ich an einen allmächtigen Gott? Haben wir Grund dazu? Viele von uns haben es erlebt. Einige von euch hier haben es erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Sachen erzählt. Das baut auf. Dann fasst man wieder Mut. Dann kann man sich sagen, okay, gut, wir starten durch, wir fangen an. Wenn ich das nicht glaube, wenn ich das nicht erlebe, warum soll ich dann was erzählen? Warum auch? Ist doch ein Stück weit geheuchelt. Aber wenn ich etwas mitbekomme, wenn ich etwas erlebe, wenn ich etwas fühle, wenn da was ist, warum muss ich schweigen? Wer darf es mir verbieten? Darf man mir verbieten zu sprechen oder zu tanzen? Mein afrikanisches Temperament, manche Leute stört sich daran, aber ich bin so. Sollte ich mir das verbieten lassen? Das, was ich bin? Sollten wir uns verbieten lassen, was wir sind? Ich bin aber auch ein Nachfolger Christi, ein Kind Gottes. Ich glaube das. Wir sind Kinder Gottes. Sollte man uns verbieten lassen, dass wir das glauben? Johannes wird klar gesagt, wir sind die Kinder Gottes. Wir haben Christus angenommen, wir sind seine Kinder. Ich möchte noch etwas mitgeben zur Verdeutlichung. Ganz abgespeckt. Wieder was Theologisches. Und zwar, am Anfang, als die Gebote gegeben worden sind, dem Mose, ja, ihr erinnert euch an die Story, Ägypten, das böse Ägypten, die haben die Israeliten, ja, die armen Israeliten versklavt, oh, müssen arbeiten für die Ägypter. Mose kommt und sagt, lass mein Volk frei. Pharao sagt nein. Gott kommt, schlägt die Ägypter mit Plagen und dann irgendwann sagt er, okay, gut, zieh. Ja? Und dann sagt Gott dem Mose, bau mir einen Tempel in 2. Mose 25 mit der Begründung, damit ich mitten unter ihm wohne. Hier hält Gott an seinem Plan fest, an seinem Wunsch fest, den er nach dem Sündenfall immer noch nicht losgelassen hat. Der will mit uns wohnen. Der will bei uns sein. Das ist sein Ziel. In Johannes 14 wird es noch deutlicher. Da sagt Jesus, ich gehe jetzt und bereite die Städte vor, damit wir zusammen Wohnung haben. Und in Offenbarung 21 sagt er, in der Zukunft wird es Realität sein. Und dann lesen wir, da kommt das neue Jerusalem, eine neue Stadt. Und Gott wird mitten unter ihm wohnen und er wird uns die Tränen wegwischen und der Tod wird nicht mehr sein, kein Leid wird mehr sein. Er baut sein Reich komplett auf. Wir sind dabei. Seine Kinder. Das war von Anfang an sein Plan. Daran baut er die ganze Zeit, daran hält er fest. Das ist sein romantischer Traum, den er hat. Und dieser romantische Traum, der scheitert ein Stück weit, weil sich nicht alle darauf einlassen. Und die lassen sich nicht alle darauf ein, weil es gar nicht alle wissen. Und es wissen nicht alle, weil nicht alle davon erzählen wollen. Was schade ist. Und diese Leute wollen es nicht erzählen, nicht weil sie schlecht motiviert sind oder sowas, nein, sondern weil sie vielleicht selber ausgebrannt sind. Selber das Gefühl haben, wenn Gott auch bei anderen wirkt, bei mir nicht. Weil sie selber das Gefühl haben, wenn Gott seine Allmacht zeigt, nicht in meinem Leben. Ich möchte eine Frage aufwerfen jetzt. Ich weiß, alle von uns haben Gott irgendwo erlebt. Das reicht manchmal nicht. Die Leute, die in einer Ehe sind, die werden es bestätigen können. Man gibt sich an dem romantischen Tag des Lebens das Ja-Wort und alle sind dabei, besonders die Frauen. Aber danach hört es ja nicht auf. Es geht regelmäßig weiter. Wenn es keine romantischen Momente gibt, stirbt die Beziehung. Das ist so. Glaubt ihr, das ist mit Gott anders? Ich glaube nicht. Wenn wir keine weiteren romantischen Momente mit Gott haben, die intensiv sind, die wir erleben, die uns berühren, dann stirbt die Beziehung. Willst du Gott neu erleben? Ja, er ist allmächtig. Es gibt viele Beispiele, die man dafür aufziehen kann, aus meinem Freundeskreis, aus meinem eigenen Leben. Der ist allmächtig, der wirkt. Wenn es darauf ankommt, ist er da.
Willst du ihn erleben? Ich möchte jetzt dafür beten. Für diejenigen, die sich das wünschen, die Gott erleben wollen. Leute, macht euch gefasst, es kann sein, dass es euch ein bisschen zerrütten wird in eurem Leben. Es gibt eine Geschichte, die erzähle ich noch und dann bete ich für uns. Es gibt eine Story, da habe ich Geld verloren, weil ich geglaubt habe. Ich habe eine Geschichte erzählt in der Jugend in Bonn und habe erzählt, was da in Myanmar passiert ist, wie großartig Gott ist, wie er da gewirkt hat, die Missionare und wie dann das Militär gekommen ist und sie wollten, dass dieses ganze Projekt abgeblasen wird und wollten die erschießen, die Regierung dort. Und anstelle, dass die erschossen worden sind, das dient nur so der Untermalung, um die Spannung jetzt nochmal hervorzuheben. Genau. Und anstelle, dass die jetzt erschossen worden sind, fingen die an, sich gegenseitig zu erschießen. Ja, und manche haben dann da erzählt, ja, ich sah einen Mann in Weiß und der hat mir befohlen, dass ich auf meinen General schießen muss und solche ganz komischen Sachen. Und ich erzähle es in der Jugend in Bonn und alles in Feuer und Flamme und sagen mir, wann hast du das erlebt? Und ich sagte, ja, ich habe das selber nicht erlebt, aber der Kollege, der das bei uns gepredigt hatte, der war mit dabei und hat das miterleben dürfen. Und dann sagte sie so, ah, ja, okay, gut, voll enttäuscht. Ja, und mich hat es ein bisschen gefuchst. Und ich habe dann gesagt, so, was ist dein Problem? Und sie sagte so, naja, wenn ich die Story jetzt erzähle, dann ist es von einem, den ich kannte, der einen kannte, der das kannte. Und dann hat sie mir gesagt, es ist immer besser, wenn du selber Geschichten hast. Und dann ja, hat sie noch so einen draufgesetzt. Und ich dachte, okay, sie hat recht. Und ich ging raus und ich war ja eh so gerade in meinem geistlichen Hoch, so, ich bin der gläubigste Mensch der Welt. Und sagte dann zu Gott, auch in dem Gebet, so klang es dann auch, oh Gott, für diese Ungläubigen, ja. Gib mir eine Story, die ich denen erzählen kann. Etwas, was ich mit dir zusammen erlebe. Und ich hatte auch schon eine Idee. Ich sagte ihm, ich bin eingeladen zu dieser Taufe. Ich nehme nur so viel Geld mit, wie ich brauche, hin und zurück kümmerst du dich darum, dass ich komme. Irgendwie. Und wenn du mir Flügel wachsen lässt. Ja. Die anderen hast du gebeamt. Du kannst, irgendwie kriegst du mich schon zurück. Das weiß ich. Und so war es dann auch. Ich machte mich auf den Weg. Ich habe mir aber ein bisschen mehr Geld mitgenommen. Für den Fall, ich habe ja kein Ja von ihm gehört. Ja. Und ich hätte... Also ihr merkt, ja, hier so der Supergläubige vom Weg. Ja, ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist Gott allmächtig, aber vielleicht lässt er sich nicht gerne auf Deals ein oder so, die ich ihm so vorschlage und so. Also habe ich halt noch einen Huni mit eingestellt. Und war an der Zahl des Geldes kann man sehen, wie ungläubig ich war. Und dann habe ich dann, ne? Ich war Student noch zu der Zeit. Also ich hatte nicht so viel Geld. Das meiste ist, weil die Huni drauf, die haben mich gefressen. Naja, in jedem Fall, ich war dann dort. Und habe auf die Mitfahrgelegenheit gewartet. Ja, ich musste ja schon den billigsten Weg wählen. Und ich war eine halbe Stunde früher da. Ja, ich hab, am Morgen habe ich noch mit dem Mann telefoniert und gesagt, hol mich ab. Und er sagte, ich hol dich ab. Und ich sagte, alles klar, gut, ich warte dort. Und ich habe dort gewartet und die halbe Stunde ging rum. Und es kam mir vor wie 1000 Jahre. Und dann habe ich da angerufen, weil der immer noch nicht da war. Und dann dachte ich mir, okay, gut, es ist gerade besetzt bei ihm. Und vermutlich sammelt er noch die anderen Leute ein. So macht man es in der Mitfahrgelegenheit, weil man nicht auf den Kosten sitzen bleiben möchte. Und der Mann ist aber immer noch nicht gekommen. Auch nicht nach 5 Minuten, 10 Minuten. Und ich habe mehrmals angerufen und habe mir dann gedacht, es könnte sein, dass mit meinem Handy was nicht stimmt. Empfangen wir aber voll. Ich habe bei mir zu Hause angerufen, der Test, auch besetzt. Okay, mir läuft kalt den Rücken runter. Ich stelle fest, mein Handy ist kaputt. Und ich hatte die ganze Zeit schon so ein flaues Gefühl im Magen. Irgendwas stimmt heute Morgen nicht. Ich renne zu einem anderen Typen hin, sage ihm, gib mir dein Handy. Das ist eh eine komische Sache. Aber er hat mir sein Handy gegeben, aus welchem Grund auch immer. Und ich habe dann die Nummer eingetippt und habe da angerufen und der Mann war schon auf dem Weg und sagte, ja, es tut mir schrecklich leid. Ist halt so, ja, das Leben ist hart, so nach dem Motto, beim nächsten Mal. Ja, ich kann jetzt nicht umdrehen, also ich bin schon mitten auf der Strecke. Und dann sagte ich, ja, okay, gut. Habe ich dem Mann das Handy wieder zurückgegeben, der wollte auch kein Geld dafür. Sehr lieber Kerl. Und ich lief dann zum Bahnhof und habe mir gedacht, gut, ich muss jetzt mit dem Zug fahren, ich kann die Taufe nicht verpassen, das kann ich ihm nicht antun. Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen. Jetzt gucke ich, wie viel kostet ein Ticket. Habe ich überhaupt genug Geld mit? Und was ein Zufall? Ich habe genauso viel mit, wie ich gebraucht habe. Ich habe genau das Geld, was ich mitgenommen habe, dieses zu viel, habe ich dann in den Automaten gesteckt. Und bin dann in den Zug gestiegen und hatte nur so viel Geld mitgenommen, wie ich wirklich hingebraucht habe. Ich saß dann im Zug und habe mich darüber geärgert, dass das mit meinem Handy nicht funktioniert, dass ich auch meinem Kumpel nicht Bescheid geben kann, dass ich jetzt weiß, genau um wie viel Uhr ich komme, wenn die Bahn sich nicht verspätet. Und als ich dann angerufen habe, ging mein Handy plötzlich wieder. Zufall. Und ich hatte immer mehr das Gefühl, dass da jemand anderes seine Finger im Spiel hat.
Ich habe auch aus dem Fenster geguckt und gesagt, ja, sehr witzig, danke. Und so. Ja, also, und ich bin auch angekommen, es war auch alles gut, auch mein Kumpel am Telefon, das war witzig. Der sagt dann, wieso fährst du mit dem Zug, das ist doch viel zu teuer. Ja? Und ich sage, das ist eine lange Geschichte, erzähle ich dir dann alles zu Hause. Ich komme an, ich habe Geld von anderen Leuten gekriegt, die dann, aber das Witzige ist, ich habe denen nichts erzählt. Die haben mir einfach so Geld gegeben. Ja. Ich bin dann zurückgefahren und komme an da an diesem Platz in Burg. Und ihr müsst euch vorstellen, in Friedensau, das ist eine Pampa. Also da ist wenig Zivilisation. Ich saß dann da am Bahnhof und wenn ich jetzt nach Friedensau hätte laufen wollen, hätte ich eine Stunde gebraucht. Knapp, da durch die ganzen Wälder und Wildschweine. Ich saß dann da und habe jetzt überlegt, okay, wie komme ich nach Hause? Ich rufe einen Kumpel an, habe ich mir gedacht. Aber auf dem Handy hatte ich kein Geld mehr. Und ich habe auch, das war interessant, ich habe dann nämlich überlegt, okay, auf der Hinfahrt hat es Gott ja ziemlich genau gemeint mit dir. Ne, der hat dir wirklich alles Geld, was du hattest, hat er dir genommen. Und du bist hingefahren, so wie ihr es im Deal hattet. So war es dann. Dann müsste er dich eigentlich auch bis nach Friedensau bringen, ohne dass du irgendwas machst. Da habe ich nachgedacht, ja, stimmt eigentlich. Aber ich bin hier mitten auf dem Bahnhof, hier ist keine Menschenseele, außer der Kioskverkäufer, aber den kannte ich. Und dann dachte ich mir so, ja was ist, wenn er den Kioskverkäufer extra für mich hierher geschickt hat, damit ich über den Kioskverkäufer jetzt im Friedensau jemanden anrufe, der mich dann abholt. Dann dachte ich mir so, naja, also ich würde eher auf das Wunder schauen, was er am Anfang gemacht hat. Dann kam ein anderer Gedanke, der hat mir gesagt, kennst du den Witz mit dem Pastor in der Kirche, wo die Feuerwehr kommt, die Kirche brennt? Feuerwehr evakuiert alle Mitglieder, nur der Pastor hängt sich ans Kreuz und sagt, Jesus rettet mich allein. Und die Feuerwehr sagt, sei nicht dumm, komm mit raus. Und er sagt, nein, ihr werdet das alle sehen. Und sie kommen ein zweites Mal und ein drittes Mal und jedes Mal die gleiche Antwort. Und der Mann stirbt und ist im Himmel und fragt die Engel, sagt, was war da los? Und sie sagen, naja, Gott hat uns beauftragt, dass wir die Feuerwehr holen. Du hast sie dreimal abgeschlagen. Ja, und dann dachte ich mir so, dieser Witz soll ja etwas verdeutlichen. Ja, dieser Witz möchte sagen, es gibt Dinge, die wir als weltlich sehen, aber die kann trotzdem von Gott kommen in dieser Hinsicht. Es kann trotzdem Hilfe kann von Gott kommen, in welcher Form auch immer. Und ich habe gedacht, dass dieser Mann, der Kioskverkäufer, das ist jetzt die Hilfe. Ja? Die, meine Feuerwehr quasi, die soll mich nach Hause bringen. Und auf einmal, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin total verrückt, fangen die Gedanken an, sich zu kloppen, wie verrückt. Ja? Also der eine sagt, nein, du wartest, das ist der Weg Gottes ist der, dass er dich jetzt dahin bringt, damit du lernst zu glauben. Der andere hat mir dann gesagt, so, sei doch nicht blöd, ja, du bist hier Hoffnung bis morgen früh, niemand wird kommen, dich holen. Gott hat den dahin geschickt, du bist genauso dumm wie der andere Pastor. Mach das nicht. Und die, während die sich da am Kloppen sind, habe ich gemerkt, dass ich immer mehr verwirrt wurde. Ich hatte keinen Plan mehr. Ich wusste nicht mehr, was richtig oder was falsch ist. Und habe mir gedacht, okay, ich gehe jetzt ins Gebet. Ich habe mit Gott geredet, gesagt, Vater, sei mir nicht sauer. Aber ich habe keine Ahnung mehr, was richtig und was falsch ist. Ich nehme den Mann jetzt als den Weg von hier. Ich nehme jetzt an, dass du ihn mir geschickt hast, damit ich jetzt darüber den Vitali anrufen kann und dann nach Hause fahre. Und vergib mir, falls es nicht der Weg war, den du hattest. Ich ging zu dem Mann hin, habe nach seinem Handy gebeten. Er hat es mir auch gegeben. Ich habe angerufen, meine Kumpels haben sich gefreut, haben gesagt, wir fahren jetzt los. Sind auch losgefahren. Ich habe mich hingesetzt. Ich habe ein paar Sekunden gewartet und dann kam die Rektorin von der Schule, also von der Hochschule, steigt aus. Oh, was machst du denn hier? Komm, ich nehme dich mit. Und ich, nein, ich habe gerade jemanden angerufen, ich werde gleich abgeholt. Und die so, ah ja, okay, gut, alles klar. Ich wollte hier nur kurz was gucken und dann geht sie was gucken und dann kommt die nächste, eine Studentin. Ah, hallo, oh, was machst du denn hier? Ey, komm, ich nehme dich mit. Und passt schon. Man fährt schon für mich. Ist schon in Ordnung. Das war für mich wie eine geistliche Schelle. So ein leichtes von oben. Ja. Aber so ein süßes. Um mir zu zeigen, hey Junge, ich bring dich nach Hause. Vertrau mir doch. Ich bin für dich da, Mann. Und ich habe das gelernt, die Lektion, an dem Tag. Als ich ein anderes Mal von der Mitfahrgelegenheit gekommen bin, da sind wir dann auf der anderen Seite angekommen in Thesen. Das ist noch mehr in der Pampa. Ich dachte mir dann auch so, okay, vertrau auf Gott, bitte ihn, er wird dich irgendwie nach Hause bringen. Ja, und dann dachte ich, da habe ich gesagt, ja, okay, beim letzten Mal Bahnhof, ja, das kann ich mir erklären. Zum Bahnhof muss man hin und wieder irgendjemand mal fahren, so aus unserer Schule. Aber Thesen, der Meckes, ja, die andere Seite, das,
Pampa-Seite, um diese Uhrzeit mitten in der Nacht, da fährt doch keiner hin. Ich habe jemanden angerufen, obwohl es wieder unter so einem Deal gelaufen ist zwischen mir und Gott. Ja, und dann komme ich da an und dann war die ganze Russenfraktion da. Die ganzen Vitalis und Igors und Dimitris und alle viermal im Annahmen und kamen dann so, hey Doro, was geht? Und so wollten mich mitnehmen. Ging aber nicht, weil ich ja schon jemanden angerufen hatte. Und ich wieder gemerkt habe, es gibt keinen Grund, dass wir an ihnen zweifeln. Das Volk Israel hat es richtig gut gehabt, denken wir. Die sind begleitet worden durch Wunder. Das Meer hat sich geteilt, die haben die Heuschreckenplagen gesehen, Wasser wurde zu Blut. Die sind begleitet worden durch die Feuer und die Wolkensäule. Haben die geglaubt? Nein. Meint ihr, es wäre bei uns anders? Bei Adam und Eva war es auch nicht anders. Gott hat ihnen gesagt, wo es lang geht. Und dann kommen sie an diesen Baum und die Schlange sagt, probiert trotzdem. Und sie, okay, macht es. Hat Gott nicht vertraut. Die Frage ist, vertraue ich Gott? Will ich ihm vertrauen? Das ist die einzige Frage. Wenn ihr das wollt, ich lade euch ein, dass wir das für heute und für die Zukunft, dass wir versuchen, uns darauf zu konzentrieren. Ich will Gott vertrauen. Ich will dieses Vertrauen aufbauen zu dir. Und dafür möchte ich jetzt beten. Ihr seid herzlich eingeladen. Allmächtiger, im Namen Jesu Christi kommen wir zu dir. Du hast einen riesen Zirkus veranstaltet, um uns zu erlösen. So viel Arbeit. Durch die ganze Geschichte. Dein Sohn hing am Kreuz. Trotzdem zweifeln wir manchmal. Vater, die Sünde ist ein Virus. Sie macht uns kaputt. Wir versagen an uns selbst. Manchmal ist es schwer, an dich zu glauben, vor allem dann, wenn man nicht mehr an sich selbst glauben kann. Oder wenn die Umstände so hart werden, dass es so aussieht, als hättest du die Dinge nicht mehr im Griff. Aber du hast sie im Griff. Aber Herr, wir brauchen Chancen, dass wir daran glauben können. Du bist schon immer auf dein Volk, auf deine Kinder eingegangen, Herr. Heute bitten wir nochmal darum. Geh auf jeden Einzelnen von uns hier ein. Vater, wir möchten dir vertrauen. Wir möchten an dich glauben. Wir möchten dich als Vater ehren und hochhalten. Gib uns deinen Geist dazu. Gib uns die Kraft dazu. Und hör, wenn wir rausgehen und du dieses Leben mit uns lebst und wir es erfahren dürfen, lass uns davon erzählen, wie diese verliebten kleinen Mädchen. Weil wir dann wirklich in dich verliebt sind. Das ist es, was wir uns wünschen. Habe Dank dafür, dass du unsere Gebete hörst. Amen.